Die Schlepper haben vorne und achtern losgemacht. Jawohl. Langsame Fahrt voraus. Jawohl, Sir. Ich verstehe gar nicht, was Sie hier alle für ein Gewese machen. Sie sieht nicht viel größer aus als die Mauretanier. Du magst vielleicht über andere Dinge gesprochen, Rose, aber nicht über die Titanic. Sie ist aber 100 Fuß länger als die Mauretanier und sehr viel luxuriöser. Es ist nicht leicht, ihre Tochter zu beeindrucken. Das ist also das Schiff, von dem es heißt, es sei unsinkbar. Es ist unsinkbar. Gott selbst konnte dieses Schiff nicht versenken. Sir? Was? Ihr Gepäck müsste noch aufgegeben werden. Ja, wenden Sie sich bitte an meinen Kammerjäger. Bringen Sie bitte alle Koffer und den Safe zu der Suite B52, 54 und 56. Ladies, es wird an der Zeit. Wir sollten an Bord. Wir sind da, Mr. Smith. Sehr gut, dann kümmern Sie sich bitte sofort um das Gepäck. Sie sieht das meine. Mr. Ismail, herzlich willkommen in Southam. Vielen Dank, Mr. Moody. Ich werde mich unverzüglich um Ihr Gepäck kümmern. Ich werde dafür sorgen, dass es schnellstmöglich an Ihrer Suite angelangt. Das ist sehr gut. Dann gehe ich in der Zeit an Bord und überlasse Ihnen diese Aufgabe. Vielen Dank. So, schaffen Sie dann bitte das Gepäck eben hier rüber. Wir werden es dann zurückbringen. Was für ein Schiff. Ja, ja, recht. Also gut, Leute, ein bisschen Bewegung. Wir müssen das Auto hier noch einladen. Kommt schon, macht schon. Ja, sehr schön, noch ein bisschen höher. Fallen Sie mir bloß nicht runter. Ich hoffe, am Heck geht's auch so gut voran. Wir haben eine ganze Menge Zeug einzuladen. Wir wollen hier schließlich in ein paar Minuten ablegen. Und Vorsicht damit, ja, das ist echt teuer. Es ist von den Katers. Ja, das habe ich auch gehört. Lieber keinen Kratzer ranmachen. Tja, also ich muss wirklich sagen, das ist ein ziemlich großes Schiff. Ich war auch gar nicht so oft auf See und ich sollte am besten noch keine Zeit mehr verlieren. Gehe ich lieber mal an Bord, mein Gepäck ist ja auch schon unterwegs. Außerdem hoffe ich, dass Rose schon an Bord ist, aber das werde ich dann sehen. Guten Tag. Guten Tag, kann ich bitte Ihr Ticket sehen? Natürlich. Hier, Moment, ich hab's gleich da. Gut, das sieht gut aus. Sie können rein. Vielen Dank. Guten Tag, dürfte ich fragen, wer Sie sind? Mein Name ist Maximilian DeWitt Bucater. Ich hatte eine B-Deck-Kabine bestellt. Selbstverständlich, wenn Sie mir bitte folgen würden. Ja. Sie haben ausgesprochen Glück, muss ich sagen. Wir hatten zwar noch viele Kabinen frei, aber Sie haben eine der wenigen Kabinen, die direkt am Treppenhaus liegen. Das heißt, Sie sind des Prachtstückes des Schiffes sehr nah, wenn man so will. Ja, ich sehe es gerade. Also es ist eher eine Suite, was Sie haben. Befindet sich hier vorne. Ich sehe direkt schon. Neben den Aufzügen. Das können Sie sich, denke ich, gut merken. Dann haben wir hier einmal den Eingang. Dann haben Sie hier ein Lesezimmer. Ach, das ist ja schön. Sie es nutzen wollen. Dann haben wir auf der anderen Seite ein Wohnzimmer. Und hier hinten dann noch ein Schlafzimmer. Naja, ich sehe schon. Um ihren Bedürfnissen nachzugehen, müssten Sie dann entweder vorne ins Kabinenabteil gehen oder nach hinten. Dort befinden sich die Badezimmer und Waschräume für die Herren. Ah ja, ich sehe schon. Gut. Dankeschön. Warum bleiben Sie stehen, Mr. Wilde? Mir gefällt dieses Schiff immer noch nicht. Ich habe so eine dunkle Vorahnung. Psst, das muss ja keiner wissen. Ist gut, kommen Sie. Wow. Das Schiff ist sogar noch fast majestätischer als die Olympic. Da haben Sie nicht unrecht, Sir. Warten Sie, ich helfe Ihnen aus dem Wagen. Vielen Dank, Crippington. Sir, ich kümmere mich sogleich um Ihr Gepäck. Wir werden uns auf dem Schiff dann wieder treffen. Vielen Dank, Crippington. Natürlich. Guten Tag, Sie müssen doch wohl Lucas Davis sein. Ja, in der Tat. Sie haben ihn gefunden. Soll ich mich um das Gepäck kümmern? Selbstverständlich, mein Kammerdiener ist dort vorne.
So, Sir, das ist Ihre Suite. Oh. Hier ist das Aufenthaltszimmer. Nebenan befindet sich der Schlafgemach und die Toilette. Oh, vielen Dank. Jack, du bist Batzo, du hast unser ganzes Geld gesetzt. Wenn du nichts hast, dann kannst du auch nichts verlieren. Sven, von Donnerius. Also gut, Männer. Der Augenblick der Wahrheit ist gekommen. Fabrizio? Niente. Niente. Olaf? Nichts. Sven? Mhm. Zwei Paare. Tut mir leid, Fabrizio. Und da ist doch Leona, du hast doch ganzes Geld gesetzt. Tut mir leid. Du wirst deine Mutter für eine sehr lange Zeit nicht wiedersehen. Denn wir fahren nach Amerika. Full House, Leute. Ja, Fabrizio. Komm. Ich fass es nicht. Wir fahren echt nach Amerika. Wir fahren nach Amerika. Nein, die Titanic fährt nach Amerika. Und zwar in 5 Minuten. Scheiße. Komm, wir müssen beeilen. Los, sag das Geld ein. Wir müssen uns irgendwie beeilen. Los. Oh Mann, ich hoffe, ich finde hier mal jemanden, der zum Schiffspersonal gehört. Am besten, ich gehe mal etwas höher. Ah, Deck müsste das sein, ja. Oh. Verzeihung? Captain? Ja? Sie müssen Captain Smith sein. In David, der Tat, da bin ich. David Ducater, mein Name. Es ist sehr angenehm, Sie kennenzulernen. Ja, ich müsste auf die Brücke, ja, weil wir liegen hier gleich ab. Ja, ich möchte nur eine kurze Frage. Auf welchem Deck befindet sich bitte der Speisesaal? Der befindet sich auf dem D-Deck. Sie müssen in den Empfangssaal ganz hinten durch. Dort befindet sich dann der Speisesaal. Ah ja, vielen Dank. Angenehme Fahrt. Ja, vielen Dank. Das hätte ich mir aber auch denken können. Komm schon. Muss es beeilen. Ja, zwei wohlhabende junge Männer. Wir werden reisen wie die Könige. Da oben. Oh mein Gott, lege ich schon ab. Schnell, du musst dich aufhalten. Warten Sie. Sie müssen warten. Passagiere. Sind Sie schon bei der Untersuchung gewesen? Natürlich. Mein Freund und ich, wir sind sowieso Amerikaner. Wir haben überhaupt keine Krankheiten. Wir haben sogar Tickets. Hier. Na schön, kommen Sie an Bord. Na gut. Dann los. Beeilen wir uns und suchen unsere Suite auf. Oder zumindest unser kleines Zimmer. Oder was auch immer wir bekommen. Das weiß man ja nicht.
Nun, dies ist Ihr privates Promenadendeck, Sir. Haben Sie noch einen Wunsch? Servus, Sir. Möchten Sie wirklich alle Bilder aufhängen, Miss? Ja, wir brauchen etwas Farbe in diesem Zimmer. Ah, nicht schon wieder diese Fingerzeichnungen. Die waren die reinste Geldverschwendung. Der Unterschied zwischen Kells Kunstgeschmack und meinem ist, dass ich welchen habe. Sie sind faszinierend. Es hat Wahrheit, aber keine Logik. Es ist, als befände man sich in einem Traum. Wie war nochmal der Name dieses Künstlers? Irgendwas mit Picasso. Irgendwas mit Picasso. Aus dem wird nichts. Niemals. Dieses Bild kommt ins Schlafzimmer. Na, wenigstens waren Sie billig. Bringen Sie den Safe ins Ankleideraum. Hier dann irgendwo sein, so wie wir es auch vereinbart hatten. Ich glaube nicht, dass uns hier Roof oder kleine Quere kommen könnten. Oh, Entschuldigung, ist nichts passiert. Ah, das hier. Rose. Hallo. Es ist schön, dich zu sehen. Ja, ich freue mich sehr. Naja. Kell ist einfach unbeschreiblich, er... Wie soll man das beschreiben? Er ist sehr arrogant, sehr oberflächlich. Und ja. Ist ein Typ. Ganz bestimmt. Ich werde ihn hier mal ein bisschen unter die Lupe nehmen. Ich habe ja auch auf dem B-Deck meine Kabine. Eigentlich gerade so ein bisschen in deiner Nähe müsste es sein.